Chop. Hallo Leute und willkommen zu meinem Redstone Tutorial, was ich schon ein bisschen länger geplant habe, aber wegen Zeitmangel konnte ich es jetzt erst aufnehmen. Aber ja, wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, dann eigentlich so gut wie alles Redstone erzählen will. Und ja, fangen wir erst ganz leicht an. Also, hier hätten wir das Redstone. Es geht, man kann es setzen. Und dann mit irgendwas, je nachdem, einem Schalter, mit einem Button, mit einem Redstone-Block oder mit einer Redstone-Torch anschalten. Also wäre das zum Beispiel beim Lever, wird es dann, also beim Hebel, wird es dann dauerhaft aktiviert sein. Genauso wie bei der Redstone-Torch, die kann man aber nicht unten ausschalten. Nur zeige ich euch ja später halt noch, wie das funktioniert. Ein Redstone-Block, mit dem kann man gar nichts machen. Also der lässt sich auch nicht ausschalten. Und dann halt noch hier der Button. Wenn man dann drückt, macht es ein kurzes Signal und geht damit aus. So, ich zeige es dir am besten mal mit dem Lever. Also, das Redstone-Signal geht 15 Blöcke weit. Und wenn man es, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wenn man jetzt hier was dran die Tür schaltet, so, geht die auf. Jedoch, wenn man jetzt hier, zack, schauen wir es an, einen Block weiter gemacht, hier, ja, so, da passiert nichts, weil das hier ist aus, das sieht man auch, damit es hier nicht so leuchtet. Und ja, genau, so. Weiter geht's. Wenn man zum Beispiel das da trotzdem mal haben will, benutzt man am besten einen Redstone Repeater. Und zwar hat der die Eigenschaften, ich setze den Hebel hier hin und will es diese Strecke hier entlang machen. So. Natürlich, wenn man es jetzt nochmal anschaltet, geht es nicht, weil das hier 16, 17, 18, 19 Blöcke weit ist. Jedoch kann man es einfach einen Redstone Repeater hier hinschalten. Zum Beispiel hocken das hier ab. Und wichtig ist, damit es nicht so rum ist, sondern so rum. Also je nachdem, in welche Richtung das Signal fließen soll. Dann schaltet man, macht man dann so hier dran. Dann leuchten hier auch die beiden Torches. Und dann fängt es hier wieder komplett hell an. Also, ja. Von da aus kannst du wieder 15 Blöcke weit gehen. Und damit kann man zum Beispiel auch machen, damit das Signal jetzt zum Beispiel hier nicht in die Richtung gehen soll. Oder ich zeige es auch ein bisschen besser. Und zwar habe ich jetzt hier ein zweites Schalter zum Beispiel. Und ich will es nicht, damit das Signal in die Richtung geht. Dann mache ich hier einen Repeater hin. So. Und jetzt kann das Signal zwar von der Seite hier durch. Jedoch kann es von der Seite hier nicht durch. Weil es halt immer nur von dieser Seite hier der Eingang ist. Also hier. Da sieht man auch hier so leichte Striche. So vergrößern. Und hier ist der Ausgang immer. Und dann hat es auch noch die Eigenschaft, dass, ich schalte mal, vielleicht sieht man es schon. Zack. Ist schwer zu sehen, aber es hat eine leichte Verzögerung, nicht es. Warte. Ich mache das mal hier ran. Also hier, so. Zack, 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 direkt. Aber wenn ich es in Repeater hier hinschalte, zack, zack, das ist eine ganz leichte Verzögerung. Und jetzt kann man es halt, merkt man zum Beispiel, wenn man es hier mit rechtsklick, kann man die Stufe verändern. Es gibt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Und dann geht es wieder zu Stufe 1. Und je nachdem, also Stufe 1 ist es ganz geringe Verzögerung. Stufe 4 ist halt, merkt man schon, also wenn ich jetzt hier, ihr seht, es hat schon eine Verzögerung, bis das Signal da. Hier, guck, es geht an und dann geht jetzt erst der Repeater an. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man hier ganz viele hintereinander schaltet. So. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut hier. Damit die eine starke Verzögerung haben.
Da kann man halt ganz interessante Sachen machen. Ja. Aber das ist noch nicht alles, was man mit Repeater machen kann. Jetzt kommt zu etwas komplizierterem. Ich hoffe, damit ich es gut erklären kann. Weil zum Erklären ist es ein bisschen blöd. Aber naja. So, und zwar machen wir jetzt wieder eine Tür hin als Beispiel. Und zwar machen wir einen Repeater hin. Und machen das Signal dann weiter so. Wie gesagt, an, aus. Ganz klar. Und jetzt kann man hier den Repeater sozusagen, ja, also wenn ich jetzt einen Repeater direkt so an einen anderen Repeater ranschalte von der Seite her, den Power, dann sieht man an diesem Repeater hier so eine Barrikade, oder wenn man so sagen kann. Und die bewirkt jetzt damit, ja, dass, wenn man hier das, hier drauf Signal gibt, dann geht es einfach nicht durch. Ja, also, das kommt hier nicht durch den Repeater durch. Aber, wenn man jetzt das Geschwind wieder deaktiviert, ein Signal hier durchlässt und dann die Barrikade aktiviert, sieht man auch, damit diese Redstone-Fackel hier brennt und hier auch so rot leuchtet. Wenn man es ausschaltet, ist es hier immer noch gespeichert. Also sozusagen, der speichert das Signal, was, ob es an oder aus ist. Wenn ich jetzt wieder die Barrikade wegmache und wieder anmache, dann hat es jetzt so, hat es halt das leere Signal, also das auch, ja, ist ja kein Signal hier gespeichert. Kann man ganz interessante Sachen machen. Ich habe es wirklich noch nie gebraucht. Ja, also ich habe das immer ein bisschen anders gebaut, aber wenn ich es jetzt so denke, könnte man es eigentlich ganz gut benutzen. So. Das wäre der Repeater. Ist eigentlich nicht so kompliziert, einfach nur Zusammenfassung. So, jetzt habe ich. Kann ein Redstone-Signal verlängern. Kann es. Damit halt. Kann eine Verzögerung reinmachen. Und man kann das Redstone-Signal speichern. Das wären eigentlich die drei Sachen, was ein Repeater so machen kann. Es gibt auch noch. Eigentlich, das kann ich eigentlich auch gleich sagen. Und zwar, wenn man also hier so ein Signal gibt und vor einem Block direkt einen Repeater schaltet, kann hier Redstone aktiviert werden, hier, hier und hier. So, das zeige ich jetzt durch eine Redstone Torch. Da kommen wir dann gleich dazu noch. Und zwar, wenn ich jetzt das hier nur mit Redstone mache, dann seht ihr schon, es geht zwar hier auch einen Block an, aber mir alle aus. Genau. Also kann man mit Hilfe von einem Repeater durch einen Block durch das Signal senden. So, machen wir schon einen Timeset Day. Okay. Kommen wir mal zu Redstone Torch. Die ist etwas komplizierter, aber auch ganz nützlich, wirklich. Und zwar ist die Redstone Torch an. Immer, also wenn man die irgendwie setzt, dann ist die immer an. Und wenn man auf die Redstone Torch ein Signal so gibt, damit das Signal in den Block unter die Redstone Torch reingeht, dann geht die aus. Also sprich, man sendet hier ein Signal auf diesen Block hier. Die Redstone Torch ist auf diesem Block oben drauf. Und es geht aus. Also ich muss nur an dem Block drauf sein. Die kann jetzt auch zum Beispiel, kann ich euch zeigen, hier, hier oder hier dran sein. Also die sind immer aus. Und wenn ich es so, dann sind sie alle vier an. Sprich, das ist eigentlich nur eine invertiertes Redstone, damit wenn man kein Signal drauf gibt, ist an halt immer. Und wenn man ein Signal drauf gibt, dann ist es aus. Ja. Genau. Und damit kann man ganz gute Sachen bauen. Das ist eigentlich ziemlich nützlich. Also ohne das wäre es ziemlich schwer, so ein paar Sachen zu bauen. Wäre nicht sogar unmöglich. Und zwar kann man einfach hier so machen. Halt, wenn der Schalter aus ist, die Tür zu ist. Die Tür.
offen ist. So. Wenn du auf und sobald man den Schalter schließt, geht die Tür auch zu. Ja. Und es geht halt dadurch, man schaltet den Schalter hier aus, das Redstone hier geht aus. Dadurch ist der Block ja immer gepowert und die Redstone-Fackel geht dann wieder an und dann geht die Tür auch auf. So, warte. Ich mach schon einen Repeater rein, damit nicht so schnell hier alles geht. Zack. Hast du es gesehen? Da. Das ändert sozusagen das Redstone-Signal von an zu aus. Und auch ganz nützlich ist es, man kann es hier einfach so machen. Einen Block hier hinsetzen. Und wenn man hier drüber einen Block setzt, ist dieser Block gepowert. Das kann man daran erkennen, damit ich zum Beispiel auf diesen Block ein Redstone draufsetze, das gepowert ist. Und damit kann man ganz ja, so nach oben bauen. Also man setzt hier einfach ganz viele Blöcke übereinander. Macht dann jeden zweiten Block hier immer ein Loch rein. So, das wird jetzt schon ein bisschen komplizierter. Ich versuche es echt so leicht zu erklären wie möglich, aber ja. So. Man sieht jetzt, diese Redstone-Fackel ist an, weil es wird ja nichts gepowert. Aber die powert den Block, weil der Block gepowert ist, geht die aus. Und der Block ist wieder nicht gepowert, also geht die an. Und sobald man es den Schalter umlegt, geht diese aus. Dadurch ist dieser Block nicht gepowert und die geht an. Dann ist der Block gepowert und die geht aus. Und es ist sozusagen eine Kettenreaktion. Sprich, zack, jetzt ist die aus. Und wenn ich es dann umlege, ist die an. Ja, genau. Man kann auch ein bisschen experimentieren, wie man was es baut. Und ja, es wird wahrscheinlich noch später werde ich noch ein Video zu Schaltungen machen, zu verschiedenen Schaltungen, die es in Minecraft gibt, also nicht Getter und Getter und so, heißen die ganze. Ja, da wird man auch oft eine Redstone Torch, ein oder mehrere Redstone Torch verwenden müssen. So. Was gibt's noch so alles? Und zwar, zum Beispiel bei der Redstone Lampe gibt's noch sowas ganz Wichtiges, und zwar, wenn man jetzt hier Redstone hinlegt, ist klar, die wird gepowert. Aber die da und die da wird auch gepowert. Also hier sieht man, welche gepowert werden, welche im Umkreis. Eigentlich würde dann die hier unten wird auch noch gepowert. Also, ja. Kannst du das so zum Beispiel machen. Zack. So. Und so, man sieht die drei, die und die wird gepowert. Ja, das wäre diese hier. Das ist der Redstone Comparator. Den mache ich gegen Ende vom Video, weil der wirklich das schwerste ist. Also das komplizierteste, was es gibt. Wir machen erstmal noch den Redstone Block. Der ist ganz leicht. Redstone Block sendet einfach in jede Richtung. Auch von oben. Hier. Oder? Auch oben. Redstone ab. Das Coole an dem Redstone-Block ist, dass man den einfach verschieben kann. Und ja, also, dann könnten wir es gleich das nächste schon mit reinbringen. Und zwar die Sticky-Pisten und die normale Pisten. So, und zwar machen wir mal so. So. Den Pisten und das Sticky-Pisten. Müssen eigentlich die meisten kennen, aber ich erkläre trotzdem nur mal, weil ich eigentlich so gut wie alles erklären will. Und zwar, hier ist der normale Pisten und hier ist das Stiegebisten. Das sieht man hier, damit so Schleim drauf ist. Mit Slimeballs wird er auch gecraftet. Man macht hier einen Block drauf und hier einen Block drauf. Fährt beide aus. Zack und zack. Sieht genau gleich aus. Aber jetzt kommt es, wenn man es nämlich einfährt. Ich fahre dann hier ein. Bam. Passiert nichts. Der Block bleibt einfach hier oben schweben. Und bei dem hier, der zieht den Block wieder zurück. Und damit kann man das auch so machen, wenn man hier einen Block hat und man will den jetzt ranziehen, machen wir zack und zack. Und schon ist er da dran. Ja. Okay. Hätten wir sonst noch. Dann gibt es noch die gewichtete Druckplatten. Hier. Einmal Eisen und Gold. Und diese machen damit
hier und hier. Muss ich schon wieder Redstone holen. Moment, so. Also. Man sieht, wenn man drüber läuft, macht es ganz leichtes Signal. Und zwar ist es so gemacht, damit umso mehr man drauf wirft. Also ich werfe jetzt mal ein Item drauf. Geht eins weit. Ich werfe noch ein Item drauf. So, jetzt geht schon zwei weit. Seht ihr das? Ja. Und wenn ich hier zum Beispiel ein ganzes Deck drauf werfe, geht es immer noch eins weit. Mache ich noch ein ganzes Deck, geht es immer noch. Oder ist der überhaupt drauf? So, und zack. Geht es immer noch eins weit. Noch einen drauf. Immer noch. Noch einen drauf. Also, da muss echt viel drauf sein auf diese Druckplatte, damit es ein starkes Signal aussendet. Also, das. Die Eisen ist die schwere und die Gold ist die leichte. So, dann kommen wir zu dem Dispenser und zum Körper. Zwei ziemlich ähnliche, aber doch unterschiedliche. Also, der Körper ist erst später dazu gekommen in Minecraft. Ist ziemlich neu, ich glaube 1.6 oder so. So, die haben beide ein Interface. Ich klicke hier drauf, so ein 3x3 und hier auch. So, und zwar, ich zeige es euch am besten mit irgendwas. Ah ja, ich weiß, mit was ich soll es sagen. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal Pfeile hier. Und mache hier schön so einen Wand hin. So, provisorisch. So, also, hier mache ich mal Pfeile rein und hier mache ich Pfeile rein. Jetzt könnt ihr euch mal den Unterschied angucken. Das werdet ihr natürlich gleich bemerken, weil es, ja. Also, erstmal hier der Dispenser. Ich schalte es an. Er schießt den Pfeil gegen die Wand hier. Warte. Zack. Und jetzt der Dropper. Bam. Der droppt die Sachen. Also der droppt die Sachen und der Dispenser schießt die. Also, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Block reinsetzen würde, dann würde er den outdroppen. Warte. Zack. Oder outdroppen. Nur die Sachen, was er jetzt setzen kann, wie Wasser kann er setzen, Lava kann er setzen, er kann mit Hilfe von dem Wassereimer die Sachen wieder einsaugen. Dann kann er Schneebälle, glaube ich, schießen. Und man kann mit dem zum Beispiel, wenn man jetzt hier, das würde ich jetzt so machen. Und zwar, wenn man ein Eisengolem machen will. Und man setzt hier einen Dispenser hin. Binde dann mit Redstone zu einem Hebel. Und in den Dispenser packt man dann ein Pumpkin hier rein. Zack, dann. Bam. Fail. Okay, das funktioniert ja schon in der nächsten Version. Habe ich gerade nicht beachtet. Das funktioniert in dieser Version in der 1.7.5 noch nicht. Soll aber später in der 1.8 oder so, glaube ich, funktionieren dann, damit es automatisch einen Eisengolem bzw. einen Schneegolem spawnt. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Geht schon gegen Ende, aber. Ah, geht schon noch ein bisschen, ne? Und zwar hätten wir noch zum Beispiel den Hopper. Ein Hopper sieht so aus. So. Und es soll ein Trichter sein. Dies benutze ich jetzt am besten mal mit einer Chest. Ist, glaube ich, ganz gut zu erklären. Zwar, man, je nachdem, wo man drauf drückt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingucke und den Dropper platziere, dann zeigt dieses Ende hier in diese Kiste hinein. Wenn ich jetzt nur mal gesetzt hätte, hätte da eingesetzt. So. Warte, ich mach's mal von hinten. So. Und ich will jetzt, damit dieser Dropper, was ich hier gerade habe, in den hier reingeht. Also geht. Und der hier in den hier. Sprich, wenn ich hier ein Item reinwerf, geht es von dem hier in den hier. Da geht es hier und hier geht es dann in die Kiste rein. Also wenn ich jetzt ein Redstone-Stück reinwerfe, bam, landet es hier drin. Man kann aber auch machen, damit ich jetzt zum Beispiel will, damit es nicht in die Kiste reingeht,
was komisch wäre, sondern damit sie jetzt aufgehalten wird, also in diesem Item Hopper. Da aktiviere ich einfach das Signal. Wenn ich jetzt ein Wetz in hier reinwerfe und in die Küche gucke, ist hier nichts drin. Warum? Hier wird es durch diesen Repeater aufgehalten. Ja, ist eigentlich ganz leicht mit von der Hopper her. Ich will es jetzt auch nicht das Tutorial nicht so arg in die Länge ziehen, deswegen versuche ich so schnell wie möglich ja, die Sachen zu erklären. Jetzt noch der Daylight Sensor. Der muss ich aber in Verbindung mit dem Comparator tun, glaube ich, oder? Ah, nee. Okay, kann ich doch noch gelernt. Also, und zwar, je nachdem, wie arg die Sonne gerade steht, sendet es ein unterschiedlich starkes Signal ab. Also, es geht bis hierhin, das Signal gerade. Mal hier den Block hin. Wenn ich jetzt aber slash time set 3000 mache, ach, keine Ahnung, ich mach's einfach mal time set night. Dann geht es nur noch bis hierhin, das Signal. Je nachdem, wie stark die Sonne gerade steht, setzt dann unterschiedlich starkes Signal ab und ja, das kann man, könnte man dann immer mit dem Command-Block machen, damit es die ganze Zeit nur Tag ist. Also sobald es dann unter zwei Blöcke ist, hier, könnte man hier einen Block hinsetzen, Signal inventieren in einer Redstone-Torch, so, und dann hier machen, was es in Nacht machen soll. So kann man zum Beispiel auch machen, wenn es nachts ist, damit es automatisch die Lichter anschaltet in der Wohnung oder so. Ist ganz cool. Fand ich auch als der geilsten Neuerungen in der 1.6. Wenn es die 1.6 war, ich hoffe. Ja. Und, also, die haben wir durch. Ja, die Tripwire-Hook noch. Und zwar kann man es hier und hier beides solche Teile ransetzen. Und dann braucht man noch String. Einfach den String, also bekommt, wenn man Spinnen tötet. Und setzen hier hin, was sieht, den Chrom. Und zack. Wenn man die verbunden hat, sind die so. Eigentlich sind die so. Und sobald man dann drüber läuft, sehen die so aus. Ja, und die senden halt dann ein Wetzen-Signal ab. Hier. Sobald ich hier drüber laufe, Wetzen-Signal. Wetzen-Signal. Kein Wetzen-Signal. Wetzen-Signal? Keine. Ja. Und. Genau. Halt einfach. Für Fallen ist ganz gut. Es ist auch in Vanilla Minecraft. Also. In The Dungeons, wo es im Dschungel gibt. Also die Dschungeltempel ist das auch vorhanden. So. Dann haben wir das auch. Ja, ich glaube, ich. Jetzt kommt es zum Comparator, zum kompliziertesten. Okay. Und zwar. Der Comparator sieht so aus. Das war das komplizierteste. Ich habe es am Anfang wirklich auch nicht gecheckt. Ist nicht schlimm, wenn man es am Anfang nicht gleich kopiert. Es ist wirklich nicht leicht. Ich weiß nicht, wofür man es braucht. Und zwar. Sendet, wenn ich es so mache. Ja. Mach es einfach hier in der Linie und setze hier es ein hin. Man sieht, der verlängert das Wetzel-Signal kaum. Er macht es zwar, oder? Warte. Moment. Er macht es ganz wenig nur. Hier, man sieht es kaum. Macht es wirklich kaum. Und ja. Und der ist einfach dazu da. Es kommt erstmal die komplizierte Sache und danach kommen die leichten. So, also, hier, wenn jetzt von der Seite eines Redstone-Comparators ein stärkeres Signal, also hier sind zwei Blöcke, und wenn es hier drei Blöcke sind, ne, dann wird es weitergeschickt in diese, weil das Signal, was hier von hinten kommt, ist immer noch stärker. Sollte das jetzt aber hier vier Blöcke weit sein, dann wird es nicht weiter geschickt, da dieses Signal stärker ist als dieses Signal. Ist ganz kompliziert und ja. Wenn man jetzt direkt davor macht, wird es wieder durchgeschickt.
Und wenn die beiden, das braucht man hier nicht, wenn die beiden gleich lang sind, dann wird es auch durchgeschickt. Also nur wenn das Signal an der Seite stärker ist als das, was von da kommt. Und ja, jetzt kommt noch die nützlichere Feature von dem Comparator, und zwar gibt es verschiedenes. Es gibt ziemlich viele, was der Comparator machen kann. Ich zeige euch jetzt mal ein paar, und zwar zum Beispiel bei einer Kiste. So. Und wenn ich hier einen hinschalte, jetzt bestimmte Sachen hier in die Kiste rein tue, wird hier auf jeden Fall schon mal ein Signal abgesendet. Und je nachdem, wie viel es in der Kiste ist, hier sind es zwei Blöcke. Weiter das Signal. Jetzt mache ich mal ein bisschen mehr noch rein. So. Und jetzt sind es schon vier Blöcke weit. Also je nachdem, wie viel in der Kiste drin ist, sendet es ein unterschiedlich langes Signal ab. Das gleiche funktioniert bei Robbern. Sobald, wenn hier ein Item drin ist, sendet es ein Signal ab. Je nachdem, wie viele. Nur unterschiedlich stark ist. So und so. Jetzt ist das stärkste Signal hier. 15 Blöcke wieder weit. Und das ist wirklich die nützlichste Feature, was der Comparator an sich hat. Und ja. Genau. Es gibt noch den Notenblock, wobei man dann ist, wenn man Survival spielt, ja, nicht arg gebraucht. Man kann ihn mit der rechten Maustaste seinen Ton verändern. Und wenn man dann einmal das Signal schickt, wird der Ton halt gespielt. Wobei man das nicht hört, weil ich... ach doch, ich habe die an, aber leise. Und ja. Wie gesagt, es wird noch ein Tutorial zu den verschiedenen, ja, was soll ich sagen, Redstone Schaltkreisen, kann man es schon nennen. Zu denen wird auf jeden Fall noch ein Tutorial kommen. Mal gucken, wann ich Zeit finde. Und falls ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr es ruhig einfach kommentieren das Video mit eurer Frage. Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Und ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr euch ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen. Weil ein bisschen Arbeit war das Ganze hier. Erstmal, manche Sachen wusste ich selber noch nicht. So, ich wusste zum Beispiel nicht ganz genau, wie weit jetzt das Signal reicht. Ich wusste nur etwa, damit so etwa 12 Blöcke wusste ich, aber so 15 Blöcke wusste ich nicht ganz genau. Und ja, allgemein solche Sachen. Aber ja, falls ihr jetzt irgendwie das andere Tutorial, was dann folgt, verpassen wollt, könnt ihr ruhig abonnieren. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Nein, nicht und ciao. Okay, das war's, die Falltasche. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.